Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge Ark. Meine Stimme ist wieder da. Ich bin so froh, ich bin richtig glücklich. Und ich habe meine Starterbase so halbwegs fertig. Das sieht jetzt erstmal ziemlich groß aus für eine Starterbase, aber ich werde euch gleich zeigen, warum das alles so ist. Ist das nur ein... Okay, das ist nur ein Parasaurus. Was ich erstmal zeigen wollte ist, der Petanodon ist übel OP. Nachdem der Server restartet ist, hat der richtig gute Stats bekommen und der hat jetzt 5 Millionen Leben. Also ich habe den sowieso komplett ausgelevelt, noch nach der Folge, weil ich einen Titano gekillt habe und einen Alpha Rex. Hier ist auch noch die Alpha Rex Trophy drin. Und der macht irgendwas mit 100.000 Schaden. Also für Peter Nodon ist das richtig, richtig krass. 177.000. Der ist so stark, das ist nicht normal. Und 5 Millionen Leben ist halt auch richtig viel. Sind 5 Millionen, oder? Ja, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Und 300 Movement Speed. Also der ist ganz gut dabei. Und warum ich hier ein Gewächshaus habe, das seht ihr gleich. Weil da muss ich gleich meine Sachen rausholen. Dann habe ich hier drin Egg and Poop Collector, weil ich Dünger brauche. Das werdet ihr auch noch gleich sehen, warum. Dann habe ich hier einen Cauldron. Der ist irgendwie in dem Mod mit drin. Da kann man diese ganzen Sachen craften. Das ist halt wie so ein Smithy, nur mit diesen Mod-Sachen. Und ich habe hier schon ordentlich was davon, weil ich die ganze Zeit diese Fairies gekillt habe, diese komischen Feen, die hier rumfliegen. Und ja, das könnte ich erstmal gucken. Ich brauche nämlich irgendwas Besseres, um Sachen auszunocken, weil mit Betäubungsfallen werde ich heute echt nicht weiterkommen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, das Ding hier, weil es gibt Trank, Homing, Trank Missiles. Und dafür brauchen wir ganz schön viele komische Sachen, sehe ich gerade mal so. Aber die sollte ich eigentlich haben. Und die verschießt man mit diesem Tactical Launcher, den ich jetzt gerade nicht finde, weil ich im falschen Menü bin. Und das brauchen wir Cypress, Datura. Ach du Scheiße. Das. Ich nehme einfach alles. Das ist eine gute Idee, ne? Ja. So, dann nehmen wir einfach alles, was da ist. Und ein bisschen Metall dazu, weil Metall braucht das auch, glaube ich. So, davon habe ich auch genug, weil ich habe schon auf dem Vulkan Teleporter stehen. Mir fehlt halt Datura. Aber ich habe Datura im Inventar, oder nicht? Ich habe das doch gerade reingepackt. Ich habe 35. Da stimmt was nicht. Narkobären brauche ich dafür nur. Ja, das ist ja nicht das Problem. Gib mal ein paar Narkobären. Wenn wir den jetzt so, müssen wir jetzt so in der Hand craften. Datura, da. Drei Stück. Können wir das jetzt machen? Jetzt können wir den machen. Das ist ja merkwürdig. Also das Datura, was ich so hatte, das war von den Feen. Das kann ich anscheinend nicht benutzen irgendwie. Aber wir nehmen es einfach mal so hin. Was brauchen wir für die? Rosmarie. Habe ich das nicht auch? Okay, das habe ich anscheinend nicht. Und wie macht man das? Was? Wie war ich Gold Ohr? Kristall und Stein. Okay, dann würde ich sagen, mache ich da nachher weiter, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber was ich jetzt erstmal vorhatte, ist, ich habe hier schon Nachwachsdünger gemacht, weil den werde ich brauchen. Und was brauche ich noch? Ich brauche Plot, heißt der, glaube ich. Da, B-Move Tree Plot. Da drin kann man seinen eigenen Redwood-Baum wachsen lassen. Und der bleibt da einfach stehen. Und dann kann ich halt ein Baumhaus bauen, wo ich will. Das ist der Plan. Düngerfaser, Strohholz, Stein, okay. Dünger habe ich hier. Das waren, glaube ich, 5. Strohholz, Stein. Ich wollte nichts essen, eigentlich wollte ich meine Sicher nehmen, aber ist okay. So, das war mein Handy, weil ich vergessen habe, das leise zu stellen. Das war auch sehr intelligent von mir. So. Ich weiß jetzt gar nicht, das war viel Stroh, glaube ich. Holz. Wir haben halt die Rates richtig hoch, weil ich wieder vergessen habe, dass das höher gestellt wurde. Aber das ist ja nicht so tragisch. So. Behemoth. Tree Plot. Guckt euch das an, wie gut wir in dem Spiel sind. Und dann werfe ich den Kram erstmal wieder weg hier. Und dann muss ich nämlich, glaube ich, das ganze Gemüse mitnehmen, was ich da so angebaut habe. Weil es geht mein Handy natürlich richtig steil. Ich habe es auch nicht leicht hier. So, Klingelton leise. Jetzt müsste es leise sein. Ich hoffe einfach mal. Und dann holen wir uns hier mal das ganze Gemüse ab. Okay, oder wir gehen an den Getränkedings. So, Karotten. Mais. Kartoffeln.
und Zitronen. Und ich hoffe, dass das alles ist, was ich brauche. Ich nehme mal noch ein bisschen Dünger mit, weil Dünger werden wir, glaube ich, auch noch brauchen. Ich glaube sogar nicht zu wenig. Oh, wir brauchen, glaube ich, auch Wasser da. Das muss ich dann sehen. Aber jetzt regnet es gerade, wenn ich schnell bin. Schnell, schnell, schnell. Geheime Mission. Cropplot aufstellen, bevor der Regen aufhört. Weil da kommt da vielleicht noch Wasser rein. Los, 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 los. Und den wollte ich genau hier auf die Kante stellen, dass man so aus Wasser gucken kann. Aber hier ist natürlich alles voller Steine. Oh. Weg mit euch. Schnell, ich habe was zu tun. So. Ich glaube, hier kann ich das schnell hinstellen. Ach du Scheiße, ist der groß. Ist eigentlich egal, wie der steht, meine ich. Weil da soll ja eh nur ein Baum rauskommen. So, kommt da Wasser rein? 50.000 Wasser fasst das Ding. Okay, und hier drin kann man, glaube ich, Mulch craften. Und hier kann man verschiedene Bäume craften. Für 5.000 Holz. Wetwood Seed, den wollte ich ganz gerne haben. Also 5.000 Holz brauche ich, aber dieses ganze Dünger kann ich da schon mal reinwerfen. Weil diesen Mulch brauche ich, glaube ich, auch. Mache ich den schon mal. 3 Stück kann ich davon erstellen. Okay, dann mache ich das. Und 5.000 Holz kriegen sollte auch nicht so das Problem sein. Ich habe natürlich jetzt so viel Stein dabei. So, rennen wir hier fix einmal rüber. 1.500. Ach du Scheiße, wo muss ich ganz hin? Was tut ihr mir hier an? Ich dachte, der Baum wäre mega billig, aber... Ah, okay. Ach du Scheiße, ich glaube, ich kann das gar nicht tragen auf einmal. Oh nein, keine Kompis. Kompi, willst du Beef, hä? Wollt ihr Beef? Ja, komm her. Ja, was jetzt, hä? Du auch noch! Ja, komm her. Noch einer. Los. Jetzt sagt ihr nichts mehr. Und du? Bist du auch Beef? Warum wird das hier auf einmal so ruckelig? Oh, ich kann das, glaube ich, gerade so tragen. Habe ich schon genug? Nee, oder? Nee, gerade so nicht. Jetzt bin ich ein bisschen schwer unterwegs. Okay, warum werfe ich nicht einfach alles weg? So. Und dann können wir da unseren Baum wachsen lassen. Und dann machen wir da ein riesen Baumhaus hin. Und dann sieht das mega schnieke aus, weil wir können da runter gucken und da ist alles voller Wasser. Und das sieht bestimmt echt richtig geil aus. Und ich habe auch irgendwie so ein Plattform-Mod hier drauf, dass ich dann, glaube ich, irgendwie andere Plattformen machen kann und die auch irgendwie snappen, also dass man da vernünftig drauf bauen kann. Ich hoffe es, dass das so ist. Tree Redwood Seed. So, dann crafte ich den mal. Und ich hoffe, dass jetzt in nächster Zeit irgendwas wächst. Und Wasser ist ja auch drin. Aber ich kann da sonst auch gleich noch ein bisschen Wasser anschließen, das ist nicht das Ding. Ich würde sagen, ich mache jetzt dieses. Oh, da. Wie cool! Das ist mal richtig cool. Und ich würde sagen, ich schließe dann gleich eben Wasser an und mache diesen Tactical Launcher so weit einsatzbereit, dass ich damit ein bisschen rumschießen kann. Und den hätte ich ganz gerne. Ich habe jetzt auch ein Fernglas. Ah, der ist ein bisschen low level. Und dann gucken wir mal, wie weit wir mit unserem Baumhaus kommen und wie weit wir mit dem Tame kommen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und mein Bäumchen, das wächst hier ganz schön schnell. Ohne Spaß, das ist richtig cool. Und so wie ich gehört habe, ist, wenn der ausgewachsen ist. Oh, meine Wasserleitung ist genau im Baum. Also, das ist, glaube ich. Oh, vielleicht ist das doch ein bisschen nervig. Kann ich das jetzt noch wegmachen? Ja, kann ich. Aufheben. Dann packe ich das lieber hier irgendwo in die Ecke. Nicht, dass ich den die ganze Zeit da drin habe. So. So ist besser. Auf jeden Fall lasse ich die noch ein bisschen wachsen und dann ist wohl am Ende dieser Plot komplett weg und da fliegt gerade ein Quetz, sehe ich. Welches Level bist du, Quetz? Level 40. Ah, der hat 14.000 oder was? 14 Millionen? 14 Millionen Leben? Alter Falter, hier sind, glaube ich, echt ein paar starke, starke Dinos. Und auf jeden Fall habe ich jetzt 3 von diesen Trank Dingern gemacht hier, von diesen komischen Trank-Raketen. Oh, ich habe die noch gar nicht in der Hand gehabt. Das sieht doch genauso aus wie ich. Und der macht komische Geräusche. Auf jeden Fall
Ich hoffe, die sind richtig stark, weil die sind richtig, richtig teuer. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wie man die Dinger craftet. Ich hab's gerade zwar schon gezeigt, aber diese Einzelteile, das ist echt heftig. Also du brauchst halt Rosemary, Hemlock und so ein Kram. Hatte ich noch alles da. Ich musste mal dieses Rosemary neu craften. Und dazu brauchst du Mimosa und Gold Ore. Und für Gold Ore brauchst du Kristall und Stein. Und für Mimosa brauchst du Henbane und Fasern. Und für Henbane brauchst du wieder was anderes. Also, das ist mega scheiße, sowas zu craften. Das ist unglaublich. Also, du musst halt komplett unten anfangen und dich komplett nach oben durcharbeiten, bis du dann endlich das Endprodukt hast, so gesehen. Das ist übel anstrengend. Aber ich habe zumindest 3 Stück hinbekommen und ich hoffe, die sind echt gut. Und ich brauche irgendwas zum Bärenfarmen auf jeden Fall. Und ein cooles Quetz wäre auch nicht schlecht. So 14 Millionen Leben Quetz, was bist du eigentlich? Du bist ein 340er Terrasino ist da auch. Also es ist extrem schwer damit was zu treffen mit dem Spyglass, aber wenn man was trifft, ist halt auch mega cool. Hatte 1 Million Leben der Kano. Alter Falter. Das ist echt krass. Vor allem ist das nur ein Level 40er, ne? Oh, hier ist Quetzal Island. Was ist hier denn los? Level 100. Der hat 500.000 Gewicht. Der hat 800.000 Gewicht. Und 600.000 Leben. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Die haben nicht so viel. Obwohl diese Avatar sind ganz gut. Aber das ist ein Mystic-Quetz. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ich hätte ganz gerne eins. Ich weiß auch nicht, ob ich die überhaupt down kriege mit meinem komischen Raketenwerfer da. Quetz wäre halt schon eine krasse Sache, ne? Aber ich glaube, dann nehme ich das hier. Das ist 600.000 Gewicht. Damit kann ich den ganzen Vulkan leer farmen. Nee, 800.000 sogar. Und der ist noch nicht getamed. Wir probieren es mal, okay? Oh, was bist du denn? Ah, oh, ne, du bist nur ein Dodo, okay. Du bist nichts Außergewöhnliches. Geh weg. So, Rocket Launcher raus. Ach, Quatsch! Komm schon, geh down, bitte. Nein, der geht nicht down. Oh, die Dinger sind zu teuer, ich hasse dich, Quetz. Kannst du bitte wieder anvisieren? Ah, nein, ich muss das nachladen. Der hat jetzt schon wieder auf zu Akron. Komm schon, bitte geh down. Oh nein, der geht ja lange nicht down. Meine teuren Raketen. Aber wie viel Turbo macht eine? Etwa 100.000. Das ist interessant. Ich habe irgendwie gehört, wenn man Quetzal tötet, dann kriegt man auch welche davon. Wenn das so ist, ich hoffe, das ist so. Ja, da bekommt man echt welche. Das ist ja mega gut. Stirb! Oh nein, das ist so einer mit mega viel Leben, oder? Ja, 6 Millionen Leben. Fuck! Der hat halt eigentlich sogar 22 Millionen. Ah, der hat nur. Der hier hat nur 82.000 Topa. Da wird eine Rakete sogar reichen. Oh, hat der denn so viel? Die sind so OP, oder was? Wollen wir uns erstmal mit einem schlechten begnügen? Ich denke schon, oder? Hoffentlich kriege ich damit noch irgendwie einen Bonto oder sowas down. War das der? Ich glaube, es war der. Ich gucke lieber nochmal nach, bevor ich jetzt reinscheiße. Ja, 22 Millionen Leben. Er hat halt ziemlich wenig Gewicht, aber unser Pteranodon kann viel tragen. Das reicht eigentlich. Das ist so cool, damit zu schießen. Der ist down. Nice. Oh, wo ist der runtergegangen? Hier. Die Frage ist, womit tamet der Gute? Und was hat der da alles drin? Quetzal Armor? Ach du Scheiße. Bestimmt, hoffentlich mit Prime. Nimmst du Prime? Ah, der hat ja gar keinen Hunger, oder? Doch, der hat Hunger. Nice! Für unser ersten Tame! Unser ersten halbwegs guten Tame, glaube ich, hoffe ich. Na, Quetz? Ah, jetzt, da ist schon Sattel und alles drin.
Ist sehr cool. Ist ziemlich langsam. Das ist nicht so cool. Aber was hat der. Was ist mit dem Sattel los? Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber was hat der da noch so drin? Und ich kann mich irgendwie gerade nicht bewegen. Irgendwie ist der ein bisschen buggy, glaube ich. Quetzarmor, die kann man bei Kostüm reinziehen. Ach, Quatsch. Oh nein, du bist doch Follow. Bleib stehen. Ich will dich betrachten. Wow, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Quetzarmor 4. Alter! Das ist ja mal richtig heftig. Oh, ich glaube, das ist schon meins. Ah, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Und das hat auch noch richtig viel Rüstung. Das hat 75 Rüstung. Okay, das finde ich halbwegs normal. Das ist gar nicht so toll. 3 und 4 hatte ich schon. 5 ist irgendwie ein bisschen buggy. Wow. Wow, also der Mod, in den Sachen ist der Mod ja mal echt krass. Dann gucken wir uns noch 6 und 7 an. Okay, das hier ist wahrscheinlich noch Work in Progress, also da kommt bestimmt noch was. Der ist nämlich noch nicht fertig anscheinend. Und der auch noch nicht, okay. Aber ich glaube, was 4? Ja, 4 ist auf jeden Fall mega cool. Das finde ich schon mal mega gut. So, dann setze ich die Petadone da mal drauf. Dann level ich das Quetz ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas tamen können. Weil dann mache ich keine Tracking Missiles mehr, sondern dann kill ich lieber die ganze Zeit Quetzer, damit ich welche bekomme. Und dann komme ich gleich wieder. Boah, ist das groß. Bis gleich. Da bin ich nochmal und ich habe hier gerade was entdeckt. Guckt euch das mal an. Das ist einfach ein Sabertooth, dem irgendwie Feuer aus den Augen kommt. Und was weiß ich nicht, das sieht richtig krass aus. Und er kämpft gegen Pikachu? Oh, wovon habe ich angegriffen? Geht weg. Ah, er sieht echt richtig krass aus. Der hat aber leider 600.000 Hope und ich habe nur noch 4 von den Dingern. Also ich habe wieder 4. Aber das wird leider nicht ganz reichen. Sonst würde ich fast für den gehen, aber ich habe gerade einen Bronto gesehen, Level 160. Und der ist auch irgendwie Utility Bronto. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Aber ich denke. Ich glaube, das ist der da sogar. Ja, 160. Und da sind so komische Dinger drumherum. Was ist das? Ach Gott, hier sind so viele neue Sachen. Was seid ihr für komische Heinis? Mit Hüten auf. Guardian. 35 Millionen Leben. Ach du Scheiße. Also, was ich noch gar nicht gezeigt habe, der Quetz, der hat jetzt 100 Millionen Leben. Und jetzt gehe ich jetzt nur noch auf Damage. Weil der ist eigentlich echt mega gut, so wie er ist. Vom Leben her und vom Gewicht her. Ich habe den jetzt auf 100.000 Gewicht. Was ist Utility Duidicorus? Eigentlich brauche ich halt auch einen Duidicorus. So viele Sachen. 85 Millionen Leben. Und rennt da so einem kleinen blauen Ding her. Was ist das denn? Was geht hier ab? Warum sind hier so viele Sachen? Ich würde eigentlich ganz gerne den Bronto nehmen, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Vor komischen 85 Millionen Karnos, die vor mir lang laufen. Aber wir machen das einfach. Hoffentlich nicht gegen Baum. Der ist gegen Baum geflogen! Ne, ich habe getroffen. Aber irgendwie auch nicht so ganz. Neuer Versuch. Ja, da liegt der. Okay. Und dann brauche ich wahrscheinlich ein paar Bären. Ein paar viele Bären wahrscheinlich sogar. So, weil die hier alle sterben. Okay, du rollst dich ein und du hast viel zu viel Leben. Dich greife ich gar nicht erst an. Da würde ich sagen, hole ich ein paar Bären und dann komme ich wieder, wenn er getamed ist. Bis gleich. Scheint nicht wirklich aufzuhören mit komischen, riesigen, leuchtenden Flammensachen. Alter, was es hier einfach gibt, das ist so wunderbar. Oh Gott, nein. Oh, nicht runterfallen. Oh Gott, ich glaube, das wäre mein Tod gewesen. Der hat jetzt schon ein bisschen Bock auf uns, glaube ich. Das ist echt so heftig. Wie viel Leben hat der? 18 Millionen? 18 Millionen.
Wow, ich habe sogar schon gesehen, dass es dafür einen Sattel gibt. Ich wusste auch nicht, was das ist. Und der Sattel an sich hat schon 900 Armor. Das ist halt übertrieben. Und mein Bronto ist schon fertig. Scheint so. Da würde ich sagen, dann nehme ich die mal mit zur Base und treffen uns da gleich. Da bin ich wieder. Und ich war die ganze Zeit am Rätseln, was für einen Sattel ich da wohl drauf machen muss. Weil ich habe hier einen Bronto-Sattel und der ging einfach nicht. Und das Ding ist, der braucht gar keinen Sattel, da kann man sich einfach draufsetzen. Mehr oder weniger drauf stehen auf Unsichtbarkeit. Aber kann man halt machen. Und direkt neben meiner Base ist einfach so ein Pikachu. Und ich glaube, ich will einen Pikachu haben. Mir fehlt ein Pikachu. 2 Millionen! Okay, ich glaube, ich will kein Pikachu haben in meinem Leben. Ich glaube, ich setze mich einfach wieder auf meinen Bronto. 2 Millionen, da brauche ich jetzt 20 Schuss für. Ach du Kacke. Wow. Okay. Das hilft auf jeden Fall schon mal ordentlich weiter. Dann brauche ich nicht schon mit der Hand Bären farmen. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber ich habe gerade auch noch so ein Mew gesehen hier. Ich will gucken. Das hat, glaube ich, gar nicht so viel Topor. Bei Pikachu habe ich noch nicht drauf geguckt. Aber Mew habe ich letztens drauf geguckt. Das waren, glaube ich, 80.000 oder so. Dann wird es halt nur Mew. Ist auch nicht so schlimm. War hier irgendwo. Und unser Baum ist voll ausgewachsen. Ich bin da gerade dran vorbeigeflogen. Auf einmal steht da: Your tree is fully grown. Aber der ist jetzt auch fertig. Den können wir hoffentlich hier nicht mal sehen. So. Mew, wie viel hast du? Auch 2 Millionen. Hä? Wollen die mich verarschen? Wie viel hast du? Komisches blaues Ding, was keiner kennt. Auch. Ach du Schande. Okay, dann wird das wohl doch nix. Schade, ich dachte, den könnten wir uns noch so mitnehmen. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber ist wohl nicht. Und ihr könnt euch unseren prachtvollen Baum noch angucken. Ist ja nicht schön. Und da setze ich dann, wenn ich nicht aufnehme, nachher eine Plattform drauf. Oder vielleicht sogar zwei. Und dann baue ich mir da ein kleines Häuschen drauf. Und dann können wir eigentlich schon umziehen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich würde sagen, damit beende ich die Folge. Wir haben einiges geschafft. Wir haben einen Baum gepflanzt. Wir haben ein Bronto. Wir haben ein Quetzal. Ist echt gut gewesen. Wir haben ordentlich was geschafft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und tschüss.